Jo Freunde, was geht? Ich bin an der teuersten Kuckucksuhr, die es gibt. Natürlich ist es so entstanden, weil die Städte im Schweiz, im Wald halt, im Schwarzwald, waren ziemlich arm. Dann haben die Uhren gebaut und dann sind die reich geworden. Und dann zum Beispiel hier die teuerste Kuckucksuhr der Welt, kostet so viel. Und die sind halt reich geworden, gell? Also die waren ziemlich arm. Die brauchten Geld, dann haben viele Familien Geld zu machen. Ich meinte Uhren zu bauen, solche Kuckucksuhren. Also erstmal normale Uhren, dann Kuckucksuhren. Dann haben die angefangen. Dann haben die angefangen. Wenn nennt sich das Uhrenbau, gell? Und dann wurden sie halt langsam reich und von einer Familie ist einer losgegangen und hat in ganz Deutschland Kuckucksuhren und Uhren verkauft. Und dann sind sie reich geworden und in dieser Stadt, wo ich gerade bin, also in dieser Stadt, wo dieser Laden steht, das war die erste deutsche Stadt, wo elektrisch die Straße beleuchtet hat, weil die sind halt dann reich geworden und da hat sie gedacht, ey, machen wir mal noch was Besonderes auf unserer Stadt. Die allererste halt elektrische Beleuchtung auf der Straße, wo halt beleuchtet wurde, elektrisch. Und wurde es noch irgendwie anders. Die haben das so mit dem Wasser hier gemacht. Haben da die, wie nennt sich das? Wieder zusammengebastelt, weil die hier so viele Wasserfälle haben. Ganz Deutschland, dann haben die da die Strom gemacht. Und ich werde dir noch ein bisschen hier die Uhren zeigen. Sieht ganz schön aus. Ah, echt, das sieht schon richtig krass aus. Echte Medaillen. Und das hier ist kein Katzengold, das ist echtes Gold. Echtes Gold ist das hier. Und echte Diamanten. So. Hier siehst du, wie ein Mechanismus funktioniert. Das ist ein Witz. Glockenspiel. Oh, normal. Ich mag es. Weißt du? Nein, wir machen nicht. Kurz hat mein Vater das gemacht. Und da hat er praktisch Kuckuck gemacht und jetzt tanzen sie. Und hier ist das Glockenspiel an der Seite. Ah, da sieht ihr es hier. So, wenn man jetzt ganz nach vorne, nach oben dreht, dann wird es 11 Uhr sein, aber dann wird er 11 Mal Kuckuck machen. Ja, und das sind dann die Faltenbälge für den Kuckucks. Tanzen sie wieder. Natürlich haben wir nichts übersprungen. Nur die Uhr denkt, das ist schon so früh, weißt du? So, bei denen sieht es schon so aus, als wäre es 11 Uhr, oder? Ich sag das zu meinen Zuschauern. Ja, das ist schon. Mit was für ein Mechanismus glaube ich nochmal? Auf die halbe Stunde. Einfach mal zeigen. Das ist schon ein bisschen was teureres. Ja, so mittelmäßig. Das kommt was sehr billiges. Also die ganz manuelle, also die, wo man am besten kennt. Oh, schön Wodka. Oh ja, sind sie. Ja, die Haschache. Habe ich auch Heidi gesehen. Wo? Ja. Heidi. Hoi! Das hier? Heidi. Und Kurzel. Also ist es ihr Bruder oder was? Hoi! Warum bist du zu. Warum hast du deinen eigenen Sohn getötet? Hä? Okay, nicht so wirklich. Oh. Ich will euch nicht spoilern, Entschuldigung. Das sind so moderne Kuckucksuhren. Moderne? Nein, die sind nicht im Gang. Da war besser nicht damit drin. Welche Uhren sind das?
das sind Jahresuhren. So nennt man die. Die Jahres. Man ganz selten nur aufziehen, wenn ich das weiß. Nach einmal im Jahr aufziehen. Ist es echtes Gold? Das wird Messing sein. Aber bei der teuersten Kuckenuhr ist echt. Das ist echtes. Echtes Gold. Kein Katzen. Und echtes Holz? Ja, wahrscheinlich. Wie bei der M-Klasse, gell? Mhm. Wo ich auch mal. Hast du das echt? Ja, das sieht auch schön aus. Ne? Das ist ja das alles so. Oh, cool. Super schön aus. Also, aber das ist fast alles fake. Die meisten Zahnräder sind ja nur fake. Ah, schade. Weil das ist ja Hydrometer. Das ist auch fake. Ja. So, zack, zack, das wird hier auch. Ja, weißt du. Was soll das denn? Der Kokos hat. Na egal. Ciao. Warte, nö. Keine Lust. Hier stand, dass es genug Geschenke es gibt und Uhren. Das ist ja auch was anderes. Hey, ciao.